Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zum Madeleine Schlemmer Paradies. Ich möchte mit euch die Last-Minute-Törtchen machen für Muttertag oder wenn ihr jemand anderen einfach so eine Freude machen möchtet. Das ist total simpel. Wir fangen damit an, dass wir uns zuerst einen Mürbeteig herstellen. Dies sollte mindestens eine Stunde vorher geschehen, den einmal kühlen lassen, eine Stunde lang. Und dann wird er kurz grob durchgeknetet und auf etwas Mehl ausgerollt. Und dann können schon die Herzförmchen oder was auch immer, was ihr für Förmchen haben wollt, ausgestochen werden. Ebenso benötigen wir Eigelb, Milch, Zucker, Sahne, Stärke und eine Vanilleschote und unsere Mürbeteigböden. Wir stellen nämlich jetzt einen Vanillepudding her. Daher geben wir unsere Milch, unsere Sahne, unseren Zucker, die Eigelb, die Stärke genauso wie die Vanilleschote in den Topf, rühren das Ganze kräftig durch und setzen dies auf den Herd auf. Das lassen wir jetzt schön aufkochen, immer unter ständigem Rühren. Also ihr dürft da nicht weglaufen oder so, sonst habt ihr eher Rührei. Und dann dickt der schön an und der sollte auch recht dick sein, damit er uns nicht wegrutscht. Und dann geben wir ihn einfach zur Seite und geben direkt, bis er abgekühlt ist, einmal unsere Folie direkt drauf und lassen ihn durchkühlen. Derzeit macht ihr dann eure Mürbeteigböden, also eure Herzchen oder runde Form, wie ihr möchtet. Und wenn die fertig gebacken sind, kann man sich dann um die Sahne kümmern, diese aufschlagen. Ich habe hier 2 Teelöffel Sanapat mit dazu gegeben. Und dann habe ich dies mir einmal umgefüllt. Und davor habe ich mir meinen Vanillepudding ebenso in einen Spritzbeutel umgefüllt. Es ging einfach schneller. Und habe diesen verteilt auf meine Mürbeteigböden. Ein bisschen weniger wäre manchmal vielleicht ein bisschen besser gewesen. Also ich finde jetzt mittlerweile im Nachhinein wäre es besser gewesen, wenn man noch etwas vom Mürbeteig gesehen hat, hätte. Dann habe ich mir meine Sahne auch umgefüllt. Und nun habe ich mir mein Obst zurechtgeputzt. Da könnt ihr natürlich das nehmen, was eure Mama am liebsten mag oder eure Oma. Und dann wird das einfach nur fleißig belegt. Ich wollte diesmal keine groß aufwendige Sachen machen, weil ich schon möchte, dass meine Tochter mitmachen kann. Und das hat sie auch ganz tatkräftig. Und am Schluss habe ich halt die Herzchen noch verziert mit etwas Sahne. Also super schnelle Erdbeer Törtchen. Weil mir das zu wenig Obst war, habe ich dann noch ein bisschen Mango mit reingegeben und ein paar Weintrauben. Ja, und eigentlich total simpel. Am Schluss habe ich noch ein Basilikumblatt für das Grün dazu gegeben. Meine Minze war leider noch nicht so weit im Garten. Ich finde es eine schöne Idee, wenn man einfach am Nachmittag eine Freude machen möchte. Ja, das war mein kurzes Video. So sahen sie dann aus. Sie waren super lecker. Das ganze Rezept, auch Mürbeteig etc. gibt's natürlich auf meinem Blog zum Nachlesen. Der Link ist hier oben in der Infobox wie unten in der Infocard. Ich hoffe sehr, das Video hat euch gefallen. Das sind so meine Herzen, wie ich sie dekoriert habe. Und am Schluss zeige ich euch noch ein Foto, was Paulina alleine dekoriert hat. Und sie hatte sichtlich sehr viel Spaß dabei. In dem Sinne möchte ich mich nun bedanken, dass ihr mir zugeschaut habt und freue mich nächste Woche auf eine Frühlingskooperation und freue mich schon, wenn ihr wieder mit dabei seid. Wünsche ich euch dann viel Spaß beim Durchstöbern. Das Ganze fängt jetzt am Sonntag an und endet nächste Woche Sonntag natürlich. Und ich freue mich schon, wenn ihr mit dabei seid und hoffe natürlich, dass ihr mich abonniert, damit ihr kein Video mehr verpasst. In dem Sinne jetzt ein schönes Wochenende und wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss!